versucht sie in einem anderen Referat zu erklären, in einem Psychologie-Referat, es geht um Therapien, wie manche Leute schlecht über sich denken, der Patient denkt schlecht über sich, die Umwelt, die Zukunft. Und jetzt wollte sie verdeutlichen, wie in der Therapie dies unterbrochen wird. Überprüfen, berichtigen und das einfach prüfen. Nur als Tipp, geht am Laptop ziemlich genauso, am PowerPoint, hier am Antibord gezeigt, überprüfen und so weiter, drüber und auch diese Veranschaulichung, dieses Problem fällt weg, dadurch, dass ich zum Beispiel es mal überprüfe, ob ich wirklich so schlecht bin, wie ich von mir denke. Was die Referate von Heike, die Präsentation von Heike ausmachten, war ihre ganz klare Struktur. Das würde ich auch eigentlich jedem raten. Weg der kleinen Schritte, hier ein Text, hier der Pfeil, also aha, hier kommt jetzt sehr bald die Conclusio, effizientes Lösen von Problemen, zack. Und das auf dem ganzen Aktivboard. Also das wäre so ein Punkt, große Buchstaben nutzen, klare Aussagen machen. Wir bleiben jetzt hier bei der Heike. Hier, also freundliches Grüßen, ich, über ich. Und sie wollen es symbolisieren hiermit, Kontrast ist, auf der einen Seite über ich, ist Triebwunsch, Abwehr des Triebwunsches. Also die Gegensätze hier symbolisiert mit diesem Pfeil als Gegensatz. Auch bitte dran denken, klare Strukturen, die übersichtlich gestaltet sind. Katharina zeigt jetzt hier ein Referat in Psychologie wieder über Erziehung. Und hier bitte der Einsatz von Farben. Klare Strukturen, das zu dem. Und drunter Ergebnisse, also hier eine Skala der Erziehung, unglückliche Einzelgänger. Wichtig ist mir, was ich zeigen will. Farblich klar visualisiert, dass man weiß, aha, allein von den Farben werden manche Dinge schon klar. Also hier das Blaue, hier das Ergebnis und so weiter. In einem zweiten Referat von der Katharina ging es um eine Ehesituation, diese Problematik. Und jetzt hat sie eine neue Idee entwickelt, und zwar hat sie ein Gespräch simuliert, wie man psychologisch einen Ehekonflikt, eine Scheidung, lösen oder abmildern könnte. Also hat sie in ihr Referat diese beiden Mitschülern, Tobias und Valerie, integrieren, die mussten so ein Spiel machen, das war nur begrenzt vorbereitet natürlich, die haben dann ihren Text bekommen. Auch wieder eine weitere Variante, was ich einbauen kann, hier in ein Referat, was er auch auflockert. Das waren jetzt Referate des Anfangs, wo ich jetzt zeige, das ist Sabrina, das ist unsere Computerspezialistin und ihr verdanken wir, dass wir überhaupt die Filme bei uns auf die Homepage gestellt werden, also ich kann es nicht leisten. Und sie hat hier Veränderungen dargestellt, verschiedene Phasen, hier orale Phase, anale Phase, fallische Phase, das ist dann Sigmund Freud in der Psychologie. Man sieht hier, wie sehr, sehr schön sie die Plakate gestaltet hat. Und wenn ich es richtig sehe, wird immer dieser Teil hier immer größer, so älter die Personen werden. Also dieser Teil hier ist relativ klein und wird immer größer. Auch gut, sie ist eine Computerspezialistin, sie weiß, wie das geht, aber es kostet trotzdem Mühe, auch diese kleinen Gags einzubauen, die der Visualisierung, die der Veranschaulichung dienen. Klasse gemacht, also hier die Plakate, hier so eine Art Strahl, so ein Jahresstrahl, wo man sieht, aha, hier ist die Entwicklung, Entwicklungsstrahl, hier noch weitere Erläuterungen, wundervoll übersichtlich gestaltet. Das ist ein weiterer Referat von Sabrina zum Thema Krebs bei Kindern, wobei sie dieses Referat sehr persönlich gestaltet hat, weil dieser Fall ist in ihrem Dorf, also diese
Suche nach Lösungen bei Krebskindern war in ihrem Ort aufgetreten. Hier haben sie Krebsentwicklung, dann hat sie verschiedene Phasen aufgezeichnet. Und hier hat sie die Verbindung, die steht auch genau in der Mitte, also hier, zwischen Tafel, um Dinge zu zeigen, an Plakaten, und gleichzeitig hat sie das Active Board integriert. Hier hat sie die Entwicklung aufgezeichnet und hier hat sie weiter gemacht. Das ist sehr geschickter Ansatz. Bei diesem Referat, gehört auch noch zur Anfangsphase, geht es um the Big Five, die fünf Punkte, die uns ausmachen als Persönlichkeit. Und jetzt hat diese Gruppe eine super Idee gehabt. Und zwar hatten sie zunächst einmal eine Umfrage gemacht bei ihren Mitschülern, um zu zeigen oder zu beweisen, dass auch wenn ihre Mitschüler diese Umfrage machen, diese fünf wichtigen Punkte, Big Five, diese fünf Charakteristika übrig bleiben. Volles Risiko natürlich, ob es klappt. Es hat geklappt. Es kam genauso raus. Die Mitschüler haben hier angestrichen, also Thema 6 da oben lassen wir mal beiseite, das hing da. Angestrichen, was, wo sie sich selbst einordnen würden. Und genau das kam raus, was eigentlich diese Big Five ausmacht. Super stark natürlich, was die Schüler natürlich unheimlich interessiert, weil sie jetzt selbst zur Disposition stehen, selbst mit ihrem Charakter. Und dann wurde bestätigt, ja, auch sie denken so, auch sie ticken so, und dann wurden diese Big Five erläutert. Hier haben wir diese 1, 2, 3, 4, 5, kann man zählen, weiter erläutert, also im Zentrum die Persönlichkeit, diese Big Five und dann Erläuterung, auch wieder sehr schön veranschaulicht. Ein Referat von Valerie zu Placebo. Sehr spannendes Referat, klasse gemacht. Man sieht, wie sie sehr schön die Leute schon mit dem Bild allein schon in ihr Referat integriert, von der Gestaltung her. Placebo ins Zentrum gerückt, das war ihr Beginn, ihr Start. Sie hat dann verschiedene Dinge erklärt. Was mir an diesem Teil, warum ich es hier zeige, ist, man sieht sehr schön die Übersichtlichkeit, es sind verschiedene Gruppen, aber Placebo wird die eine Gruppe weiß, die andere Gruppe weiß nicht, die eine Gruppe dies, die andere Gruppe das bekommen, aufgezeichnet, Ergebnisse, Prozente, um daran dann den Placebo-Effekt zu erläutern. Wichtig ist jetzt mir hier diese wunderschöne Übersichtlichkeit, parallel dazu die gleiche blaue Farbe. Hier müssen die Schüler, und jetzt wurden die Schüler wieder integriert, auf Placebos reagieren nur Patienten, denen, wie man mittel hat lesen, deren Krankheit eingebildet ist, glaube ich, so heißt es. Deren Krankheit eingebildet ist. Also die Schüler bekamen, glaube ich, einen Zettel oder wurden gefragt. Die Schüler wurden integriert, mussten nachdenken, mussten sich entscheiden. Und dann hat sie die Auflösung gebracht. Also auch wieder diese Möglichkeit der Integration der Schüler. Jetzt geht es weiter hier im Referat, war integriert. Wieder hier die ganz klare Struktur bei Valerie, Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C, Experimente werden gezeigt und die Conclusio, das Endergebnis ist, gleiche Heilungsergebnisse. Also das Extremste ist, was sie vorgeführt hat, eine Knieoperation, die gar nicht stattgefunden hat und nachher ging es dieser Person genauso gut wie den Personen, die operiert wurden. Also das ist das Extremste vor einem Placebo-Effekt. Ich glaube, das Beispiel war das. Hier hat sie dann Teile gezeigt von dem positiven Placebo-Effekt oder auch dann den negativen, wenn man sich ein negatives einbildet, dass natürlich das Negative dann auch eintritt, hat sie hier gezeigt. Also auch wieder nur vorzuführen, die Unterschiede, Rechteck oder Oval, also solche Kleinigkeiten achten, die der Veranschaulichung, der Visualisierung dienen. Gleiches Spiel, auch wieder ist anders. Strukturiert, aber auch wieder übersichtlich, auch wenn ich jetzt hier nicht lesen kann. Farbe, blau, gelb. Und jetzt wäre wieder diese Verbindung, sie in der Mitte, kann nur nach rechts und links, also
hier in der Richtung wie die Tafel. Hier hat er ein Experiment mit uns gemacht, das gezeigt hat, dass es unser Gehirn, die meisten kennen das ja, das ist ein Kippbild, mal die alte Frau, mal die junge Frau. An dem Kippbild hat sie gezeigt, dass wir es sind, die die Realität so und so wahrnehmen. Also auch im Sinne von Placebo. Und wie gesagt, sie konnten dann in der Richtung marschieren und hier weiter erläutern. Gleiches Spiel jetzt hier, jetzt hat sie Umfragen gemacht in ihrem Bekanntenkreis, also die gleiche Umfrage, die sie auch in der Klasse gemacht hat, zeigt sie jetzt in ihrem Bekanntenkreis. Hier werden Prozente angegeben, wird natürlich veranschaulicht in verschiedenen Farben, was natürlich auch die Sache wieder spannend macht, ob die Klasse genauso entschieden hat wie die Person ihres Bekanntenkreises. Ich denke, das ist das letzte Bild, ich weiß nicht. Ja, das ist das letzte Bild. Man soll überlegen, welchen Schluss setze ich? Und jetzt den Schluss gesetzt, wenn ich lasse, ein Zitat, es ist unglaublich, wie viel Kraft die Seele dem Körper zu leihen vermag. Also diese Aussage ist jetzt auch ein sehr, sehr schöner Schluss für diesen Teil der Präsentationstipps. Sie hat damit geschlossen, wir beide werden jetzt damit schließen. Wir wünschen euch viel Erfolg bei euren Präsentationen. Und wir werden jetzt heute Nachmittag noch eine weitere Präsentationstipp für euch aufnehmen, und zwar aus dem Fach Deutsch, dann aus der Klasse, wo die Sarah drin ist. Aber jetzt schließen wir hier mit Philosophie und Psychologie und mit diesem Spruch, und wir wünschen euch viel, viel Kraft für eure Taten. Also, vielen Dank.